Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Heute mit etwas Speziellem, denn wir machen Live-LP-Aufnahme bei Twitch TV auf meinem Channel. Deshalb habe ich den Chat nebenbei noch nicht im Video drin, aber es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen abgelenkt bin oder eine Frage beantworte. Dementsprechend da ist anders. Wir machen jetzt aber weiter. Wir haben letztes Mal den Dämon der Trägheit getötet in der Zitadelle. Nicht in der Zitadelle, doch im Zirkel. So war das. Die Wache hier hatte ja nichts für uns. Und dann können wir nämlich weitergehen. Wir haben nämlich jetzt die Schriftrolle der Adralla, womit wir halt Blutmagie verhindern können. Und können wir einfach weiterziehen, um hier wieder zu looten, zu suchen und den Magier zu besiegen, genau, der so letztendlich den Zirkel übernehmen wollte. Jetzt sehe ich gerade Kapuze. Libertarianes. Ja, natürlich ist mein Inventar wie immer voll, weil ich einmal vergessen habe, das zu erweitern, beziehungsweise schon zweimal. Da habe ich wirklich bei den Händlern Mist gebaut. Deshalb mal eben die Kapuze einsammeln und der Wein geben, wegen Verteidigung und Mana-Regeneration. Wer soll es besser kriegen als die Heilerin bei uns im Team? Wüsst ihr jetzt nicht. Buchstapel. Ach. Ist hier hinten noch was? Nee, da ist nix. Können also direkt weiter. So. Ja, wenn ich jetzt in Verstohlenheit bleibe, kommen die nicht. Was haben wir? Ach, Drachenjungen. Die blocken wir mal in der Tür. Und, damit ich nicht gleich aus den Latschen kippe, Drachenjungen werden ja Feuerspeien einsetzen. Ich habe gegen Feuer, glaube ich, nur den Feuerkristall hier, den ich noch zerreiben könnte. So, bitte mal da einfrieren. Und dann, Morrigan, bitte setz dich mal hier so an die Seite. Weil, wenn du den Kältekegel gut einsetzt, kannst du alle gleichzeitig einfrieren. Ja. So, dann habe ich noch den Doppelschlag frei. Oh, das läuft richtig gut gegen die Drachen. Beziehungsweise gegen die Drachenjungen. Das war echt gut, das war gut. So. Kadis, der Herrin des Himmels. Plus 30 körperliche Widerstandskraft. Dann haben wir ein neues Mambari-Halsband hier. Und einen Rinderknochen, der wahrscheinlich auch für mein Mambari am besten ist. Für den guten Lauser, den ich zwar nicht mehr mitnehme. Aber er ist ja immer im Lager. Vielleicht sollte ich jetzt irgendwem noch was schenken, um meine Moral zu verbessern bei dem. Ich überlege aber gerade, was ich wem schenken könnte. Was ich wem schenken könnte. Da sind Kriegshunde drauf, Silberarmband mit zwergischen Runen, gefundener Kuchen, Bier. Ein Schwert der Gnade, Silberkette. Komm, Schmuck zieht immer. Ich bin euch dankbar, das ist wirklich aufmerksam. Ich muss mir echt da nochmal angucken, welche Geschenke für welchen Charakter am besten sind. Bis jetzt hatte ich ja mit Morrigan einen relativ schlechten Start im LP. Ich habe mehr Alistair manchmal zugestimmt und dann ist ja Morrigan ein bisschen verärgert. Ah! Eine Abscheulichkeit der Trägheit, komm her. Hier werde ich nicht viel machen müssen. Die sind zu schwach, um mir wirklich zu schaden. Beziehungsweise meiner Gruppe. Obwohl, Wein haben sie jetzt ein bisschen geärgert. Ich bin erfreut. Eine Armbrust brauche ich nicht.
Was hat der für Lumpen fallen lassen? Papierfetzen, das kostet ja keinen Stack. Schön, Fähigkeiten unzureichend. Das regt mich am meisten auf. Ich bin schon Schurke, zwar mit adliger Herkunft, aber ich kann nicht alles öffnen. Verletzungsausrüstung, schwacher Lyriumtrank. Dolch eines Tiermenschen. Muss ich mitnehmen, der hat nämlich zwei Slots für Magie. Und ich mache die Feinauslöser weg. Ich benutze die eh nicht, ohne Witz. Ich werde die bis ans zum Ende des Spiels, werde ich die immer da drin haben. Ich weiß, sie sind praktisch, aber das ändert nichts daran, dass ich sie halt einfach nicht benutze. So, hier kommen gleich Feinde. Da. Und der größte Kack ist, hier sind nämlich zwei höhere Dämonen dabei. Ich werde es tun. Also, dann. Deshalb, ich konzentriere mal eben. Während Morrigan hier den einen oder anderen einfrieren muss. Jetzt muss ich mal kurz gucken. McGrawin konnte doch Schrecken, aber Schrecken wird nicht viel helfen bei denen, denke ich. Na, Alistair, jetzt nicht hier den Löffel abgeben. Morrigan, bitte mal Kältekegel. Nein! Oh, das ist doch kacke. Vor allem, weil ich jetzt nicht kurz davor gespeichert habe. Nein, Wein ist tot. Nein! So, naja, jetzt kann ich es wenigstens noch ganz gut schaffen. Aber trotzdem war es jetzt eine ganz schöne Verschwendung. Weil der höhere Schatten, der stärkere hier, der ist nicht so heftig wie der erste, der Flammentyp. So, Alistair, geh weg. Der schmettert nämlich gerade. Oh, jetzt geht er nicht auf Morgana. Selbstverständlich. Morgana sei schon wieder. Morrigan, meine ich. Ach, Wein. Jetzt muss ich auch noch Verletzungskicks auf dich anwenden. Und wofür das alles? Dafür, dass meine Fähigkeiten mir unzureichend sind. Schon wieder? Ich weiß, wer ihr seid. Es funktioniert nicht mehr. Ich bleibe stark. Ja, seid ihr überhaupt in Ordnung? Er ist erschöpft. Und dieser Käfig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ganz ruhig. Wir helfen euch. Genug der Vision. Wenn etwas in euch menschlich ist, tötet mich und beendet dieses Spiel. Die anderen habt ihr gebrochen. Aber ich bleibe standhaft. Für mich und für sie. Dreckige Blutmagier, in meinen Kopf einzudringen. Ich halte durch. Lieber sterbe ich. Kommt zu euch, ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Schweigt! Ich will nichts von euch hören! Und jetzt den Fort! Immer noch da? Bisher hat das immer funktioniert. Augen zu, Augen auf!
Aber ihr seid immer noch da! Ich bin real und hier, um euch zu helfen. Ich bin keine Halluzination. Ihr seid ziemlich benebelt von dem ganzen Koks, der euch reinzieht. Sagt mir nur, wo die überlebenden Magier sind. Weitere? Wovon redet ihr da? Wo sind Irving und die anderen Magier, die gegen Aldred gekämpft haben? Sie sind in der Kammer der Läuterung. Die Geräusche, die von dort heraufdringen. Oh, Herr Bauer! Wir müssen uns beeilen. Sie sind bestimmt in größter Gefahr. Ihr könnt sie nicht retten. Ihr wisst nicht, was aus ihnen geworden ist. Ich werde sie aber nicht alle töten. Sie waren von Blutmagiern umgeben, die heimtückisch auf den Geist zugreifen und die Gedanken vergiften. Sein Hass auf Magier ist so stark. Die Erinnerung an den Tod seiner Freunde ist noch zu frisch. Ihr müsst ihm jetzt ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Ich möchte aber jeden retten, der gerettet werden kann. Das ist einfach so ein Prinzip. Rettet ihr irgendjemanden, wenn ihr dieses Risiko eingeht? Damit dieser Schrecken endet, damit keine Abscheulichkeit und kein Blutmagier überleben, müsst ihr da oben alles und jeden töten. Nein. Vor allem, ich gebe es ungern zu, aber ihr habt recht. Nee, aber ich entscheide halt, wenn ich selbst sehe. Das ist natürlich eure Entscheidung, aber bedenkt bitte, was ich zu sagen habe. Malefika erkennt man nicht am Aussehen. Ein einziger von ihnen könnte den Geist eines Königs übernehmen. Oder den der obersten Klerikerin. Aber meine Entscheidung steht. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Ich hoffe, euer Mitgefühl wird nicht unser aller Untergang. Jetzt muss man eben die Leiste hier ausziehen, weil jemand nämlich geschrieben hatte, bei YouTube habe ich gerade eben gesehen auf dem Handy, dass man die Leiste unten ausziehen kann. Vielen Dank fürs Info. Übrigens ein Kallen, wahrscheinlich ein Vampir. Nein, ist kein Vampir. Ich weiß gar nicht, ob in Dragon Age überhaupt Vampire vorkamen zwischendurch. So, gehen wir mal hoch und holen uns den Magier. Mein kleines Geschenk an? Was haben wir denn hier? Einen Eindringling? Seid willkommen. Möchtet ihr teilnehmen an unseren Festlichkeiten? Vor allem finde ich geil, direkt die Antwort hier, nein, ich gehe jetzt einfach. Aber ich sage lieber, gebietet diesem Tun umgehend Einhalt. Oh, wie könnte ich nicht gehorchen bei solch gewaltigem Befehlston? Sehr beeindruckend, dass ihr noch lebt. Das bedeutet unglücklicherweise, dass ihr meine Diener getötet habt. Nun ja, es ist besser, in den Diensten überlegener Wesen zu sterben, als mit der schrecklichen Verantwortung der Unabhängigkeit leben zu müssen. Ihr verwandelt die Leute in Abscheulichkeiten. Böser Mann. Und befreie sie dabei. Ein Magier ist nur die Larvenform von etwas Größerem. Eure Kirche schmäht uns und nennt uns Abscheulichkeiten, wenn wir unser volles Potenzial freigesetzt haben. Seht sie euch an. Die Kirche hat sie überzeugt. Sie versagen sich selbst die Wonne, etwas Glorreiches zu werden. Ihr seid wahnsinnig. An euch ist nichts Glorreiches mehr, Aldred.
Aldrich? Er ist fort. Ich bin Aldrich. Und doch auch nicht. Ich bin mehr, als er je war. Ich kann euch dieses Geschenk machen, Wynn. Euch und allen Magiern. Es wäre viel leichter, wenn ihr es einfach annehmen würdet. Aber manche sind eben sehr stur. Er ist eine Schabe, wenn wir bei Man in Black wären. So. Ich bin froh, dass sich viele sich euch... Moment, dass so viele sich euch verweigert haben. Und was hat es gebracht? Der Sieg war trotzdem mein. Sogar der erste Verzauberer ist auf meiner Seite. Stimmt's nicht, Irving? Was habt ihr mit ihm gemacht? Haltet ihn auf! Er errichtet eine Armee. Er wird die Templer vernichten und... Ihr seid ein schlauer Fuchs, Irving, dass ihr das verraten habt. Und ich dachte, ich hätte ihn schon... Niemals! Jetzt reicht's aber, Irving. Er wird mir schon noch dienen. Genau wie ihr. Nein, werde ich nicht. Lieber sterbe ich. Euch zu töten wäre eine Verschwendung. Euer ungezähmtes Potenzial, gesteuert von der Stärke eines Dämons, wäre nicht aufzuhalten. Ich kann euch diese Macht und ein neues Leben geben. Könntest, wenn ich wollen würde. Das klingt nicht sehr verlockend. Eure Meinung dazu ist bedeutungslos. So lautet mein Entschluss. Und so wird es auch geschehen. Kämpft, wenn ihr wollt. Das versüßt mir nur den Sieg. Vergesst die Litanei nicht. Sie wird verhindern, dass Aldo die Kontrolle über die Magier übernimmt und uns so den Sieg bringen. Richtig. Los geht's gegen den Oberdämon. Gegen den Obermacker. Wir werden uns erstmal auf die Abscheulichkeiten konzentrieren und Alistair... Geht mal direkt auf Aldred. Morrigan, du hast jetzt hast du den Kälteschock schon eingesetzt, ne? Die eisige Umarmung. So, gehen wir mal darüber in Doppelschlag. Okay, Alistair wurde hingeschmissen. Nutz mal bitte... Ach, Regeneration hast du gerade nicht frei. Ach, Alistair hat Verjüngung wenigstens schon drauf, okay. Da müssen wir jetzt nicht reagieren. Oder doch? Morrigan, es war ein bisschen Verschwendung an Mana, wenn du jetzt den Kälte-Kill machst. Aber der Typ muss mal gerade aufhören, auf mich rumzuhacken. So, jetzt müssen wir die Rolle der Adraste benutzen. Adraste sage ich schon, der Adralla. Adraste gibt's aber auch. Scheiße. Ich habe meine Leute zu nah rangestellt eigentlich. Ja, friert ihr mal lieber ein. Wen hat er die Frostexplosion gegeben? Alistair. Okay. Auf wen machst du denn gerade die Regeneration? Wir müssen mit der Gruppenheilung arbeiten. Kostet mich zwar einen Haufen Kohle. Kohle sei es schon. Lyrium. Mana-Entzug, auf wen macht er das? Weg, weg, weg. Haltet ihn auf. Morrigan, lauf mal vor dem weg einfach. Wer hat jetzt die Aggro? Alistair. Ich kann den gerade nicht kiten, so wie ich es sonst gerne mache. Weg.
Weil er greift im Moment jeden an, der immer in der Nähe steht. Komm, Pascal, nutz mal die Rolle. In Ordnung. Sonst hätte er jetzt da hinten die Gefangenen bzw. die Magier rübergenommen mit Blutmagie. Weg, Brian. Win. Boah, jetzt hab ich hab's heute mit den Namen, oder? So, unterbunden. Ah, sehr gut mit dem Einfrieren. Machen wir den Schildschlag eben. Na, unfairer Angriff wirkt bei denen leider nicht. Das musste jetzt noch kommen, so eine dämliche Explosion, ne? Vor allem, weil Win gerade nicht die fitteste ist. Und eingefroren war. So, direkt Heilung auf Alistair. Doppelschlag. Ah, das war's. Sehr gut. Quest aktualisiert. Die Litanei verwendet. Aha, Armschienen für Magier. Schade, dass mein Hund nicht dabei ist. Dem könnte ich sofort die zwei Sachen geben, weil ich denke mal, der wird den Lammknochen und Rinderknochen mögen. Hundespeiche von Lausa. Damit mache ich doch alle nur sauer. Das silberne Schwert der Gnade. Da denke ich immer, es ist was für ein Alistair. Oh, vielen Dank. Das ist ah, doch nicht. Sehr nett. Das war eher was für die, die Durchgeknallte, die Gott sieht, glaube ich. In Ordnung. Und weil wir jetzt keine Feuermagierin dabei haben, werden wir mal die erstmal der Wein geben, auch wenn die plus 20% Feuerschaden macht, aber die hat zurzeit noch nichts an den Gelenken. Was ist das denn? Sieht nicht so aus, wenn das richtig wäre von der Textur. So, Willenskraft, Magie verstärken, Arcana Schild, heldenhafte Verteidigung hervorrufen, Reichweite Mitte. Der Zauberer schirmt einen Verbündeten mit Magie ab, wodurch diesem Boni auf Verteidigung sowie auf Kälte, Elektrizität, Feuer, Natur und Geistesresistenz gewährt werden. Das wäre natürlich gut, wenn ich nur einen Frontkämpfer hätte. Na doch, nehmen wir's mit. Vor allem, dass sie so viele Taktikfelder hat, ey. Du bist bekloppt. Ich bin zu alt für sowas. Irving, wie geht es euch? Es ging mir schon besser, aber ich lebe noch und dafür bin ich dankbar. Das ist doch wohl euer Werk, nicht wahr, Win? Ich war nicht allein. Ich hatte Hilfe. Der Zirkel schuldet euch beiden mehr, als wir je zurückzahlen können. Helft Gott, mir einfach gegen die dunkle Brut. Warten. Wir müssen ihnen sagen, dass der Turm wieder uns gehört. Ich möchte mich vorher noch umsehen. In Ordnung, aber bitte beeilt euch. Gregor soll so bald wie möglich erfahren, was hier geschehen ist. Obwohl, ich habe mich umgesehen, wir können runter. Seid ihr bereit zu gehen? Wir sollten...
Ihr müsst mich die Treppe hinuntergeleiten. Verflucht sei derjenige, der festgelegt hat, dass der Zirkel in einem Turm sein muss. Irving? Beim Atem des Erbauers. Ich glaubte nicht, euch lebend wiederzusehen. Es ist vorbei, Gregor. Aldred ist tot. Aldred hat die Magier gefoltert, um ihren Willen zu brechen und sie in Abscheulichkeiten zu verwandeln. Wir wissen nicht, bei wie vielen ihnen das gelungen ist. Was? Macht euch nicht lächerlich. Natürlich sagt er das. Er könnte ein Blutmagier sein. Wisst ihr, was sie getan haben? Ich lasse so etwas nicht noch einmal zu. Ich bin hier der Kommandant, nicht ihr. Ja, aber ich würde sagen, im Zirkel herrscht nun wieder Ordnung. Weil ich brauche den Zirkel ja auch. Wir bauen den Zirkel wieder auf. Wir werden aus dieser Tragödie lernen und dadurch erstarken. Wir haben den Turm zurückerobert. Ich vertraue Irvings Zusage, dass alles in Ordnung ist. Aber in ihnen könnten Dämonen lauern, die jetzt ruhen und abwarten. Genug. Meine Entscheidung ist gefallen. Danke. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein Freund des Zirkels und der Templer seid. Ja, bin ich. Was ist mit der dunklen Brut? Ich brauche Unterstützung. Schickt sie mir. Ich habe euch Hilfe versprochen, aber der Zirkel existiert noch. Und jetzt muss ich die Magier beschützen. Aber sie können euch helfen. Sprecht ja. Was machen die Templer? Ich muss die Aufräumarbeiten im Turm überwachen. Vielleicht finden wir noch Überlebende, um die wir uns kümmern müssen. Entschuldigt mich bitte. Und Irving, es ist gut, dass ihr wieder da seid. Ach, wir gehen uns sicher schon bald wieder gegenseitig an die Kehle. Gut, und hier machen wir mal den Break, denn ja, Ende von dieser LP-Folge. Sehen wir uns das nächste Mal dann wieder, wenn es wieder heißt Dragon Age Origins, wo wir dann den Zirkel auf unsere Seite ziehen, dass sie uns hilft. Und wir brauchen ihn natürlich noch für eine dämonische Austreibung. Und ich hoffe, da werden sie mich unterstützen, weil ich habe mich ja entschieden, den Jungen von Red Cliff nicht zu töten. Ich hoffe, ich habe den richtigen Namen verwendet. Und ja, schauen wir mal, was dann passiert. Bis dahin, ciao, euer Doc. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.